Ja, und somit wieder ein recht herzliches Willkommen zu DD Isle of Man 2 in der Karriere. Ich habe wieder versucht, ein bisschen leiser zu drehen. Das ist ja so eine kleine Geschichte immer wieder. Was wollten wir machen eigentlich? Die irische Meisterschaft am Ende. Ja, okay, das hat uns schon erklärt, glaube ich. Die irische Meisterschaft, da gehen wir auch gleich einmal rein. Versicherung. Ihre maximale Verteidigung erhöhen sich am Ende des Rennens, selbst wenn sie stürzen. Ja, das können wir mal reinklatschen. Reduziert. Erhöht den Treibstoffverbrauch, das verstehe ich noch immer nicht. Geringfügig. Warum soll es ein Vorteil sein, wenn der Treibstoffverbrauch erhöht ist? Reduziert eher, oder? Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Reifentemperatur ist so ein Riesenproblem, nicht wirklich, oder? Wenn Sie einen Vertrag unterschreiben, müssen Sie bei größeren Rennveranstaltungen, wie etwa der irischen Meisterschaft, der Junior TT und der Tourist Trophy, das Motorrad Ihres Teams verwenden. Wenn Sie eine Meisterschaft starten, können Sie zwischen der Supersport- und der Superbike-Kategorie wählen. Alle weiteren Rennen der Meisterschaft in dieser Saison werden dann in der Kategorie ausgetragen. Ja, für die ich mich entschieden habe, alles klar. Da müssen wir hier mal sowieso. Oh, schöne Strecke, aber. Mal schauen. Ah, da links der Flugplatz, den kennen wir noch. Vom allerersten Stream, ihr wisst das, wie das Spiel rausgekommen ist. Kann mich jetzt darauf erinnern, auch auf den Flugplatz. So, 4 Runden würde ich sagen, tun wir gar nicht lange rum, starten rein. In unserer Honda mit der Nummer 44. Viel Spaß, Leute. Alles noch kalt, ja, okay. Oh, Massenstart, Rennen 8, meine Güte. Überholt mich das ganze Feld, oder was? Ich hoffe, das haben sie da auch ein bisschen verbessert. Das war ja auch eine Katastrophe, immer die Massenstartrennen. Das hat er schön gemacht, jetzt hat er keinen abgeschossen. Halleluja, Gott sei Dank. Erst ein bisschen das Gefühl wieder kriegen für das Ganze. Zwei Jungs sind schon gut unterwegs, ich glaube, es sind zwei Teamkollegen. Der Sturz wäre komplett fatal für uns.
haben einen kleinen Orientierungspunkt, wenn der vor uns fährt. Ja, wir haben schon gesehen vorher, das ist ein bisschen eine längere Runde. Kleiner Hubbel, da muss man ein bisschen vom Gas gehen, rollen lassen. Jetzt Runde 2. Ja, gar nicht so einfach, hier einen optimalen Überholpunkt zu finden. Das war genau das, was unnötig zu viel Risiko wieder war. Wir hätten müssen hinterher fahren. Ja, und jetzt haben wir genau das. Jetzt versuchen wir natürlich ein bisschen aufzuholen. Und dann fahren wir genau das zu viel, was wir nicht dürfen. Schätzen wir da auch noch. Ist das eine Chance geben wir uns noch? Eine Chance geben wir uns noch. Let's go. Also das war genau das Beispiel, so dürfen wir es nicht machen. Jetzt fahren wir jetzt wieder rüber, vielleicht können wir ein bisschen blockieren. Nein, die fahren natürlich jetzt links vorbei. Ah, das ist für die zwei natürlich jetzt auch etwas problematisch, die zwei hier. Weil oder waren sie vorhin gar nicht erster? Die zwei fahren jetzt auch wieder zusammen, aber waren die vorher auf drei? Ich habe gar nicht geschaut, ich habe keine Zeit gehabt zum Schauen. Dann sind wir nämlich gar nicht ganz vorne. Wieder hier raus, das gibt's ja nicht. Ja, nicht einfach, nicht einfach. Oh, Alter. Ein geiler Kurs, muss man schon sagen, eindeutig. Die ersten zwei sind weg, glaube ich. Eieieiei, Bernie. Ah, oh, Glück, dass wir gestürzt sind. Aber das wird unter am schwierigsten, finde ich, wenn die gleichzeitig hier am Start sind. Es hat sich schon verbessert zum Anfang. Man stürzt sich mehr so leicht, die reagieren jetzt doch ein bisschen logischer und besser. Aber es ist trotzdem noch immer schwierig. Die auch noch aufzupassen, wenn ich schon mich allein nicht ganz unter Kontrolle habe. Ja, da könnte man drüber ziehen, obwohl vielleicht die Warnung wegen einer kleinen Bodenwelle vielleicht.
der Auto vorbeizugehen. Jetzt müssen wir uns nach vorne halten, wäre nice. Ja, vielleicht können wir uns jetzt absetzen. Jetzt können wir endlich hier auf P. Sind wir P3? Ich sehe es gar nicht. Ah, da rechts, ja. Können wir vielleicht ein bisschen absetzen, jetzt können wir frei fahren. Sehen, wie weit die anderen zwei vorne sind. Vielleicht können wir da noch aufschließen, aber oh, die sind schon sehr, oh, die sind sehr weit weg. Die sind sehr weit weg. Aber richtig geile Strecke. Ja, eindeutige Taktik jetzt, P3 nach Hause fahren. Ich hoffe, man hört mich noch einigermaßen vernünftig jetzt. Ich habe wieder ein bisschen leiser gedreht, das Spiel. Aber jetzt konzentrieren. Ja, genau das. Ich wollte gerade sagen, ich höre auf zum Reden, dass ich mich konzentrieren kann. Und es sind die zwei wieder vorbei. Ja. Also völlig. Klappe halten. Und jetzt fahren. Runde 3. Nein, ernsthaft jetzt da außen. Nein. Nein, und die kommen wieder vorbei. Jetzt haben wir nicht einmal noch eine Tausender. Darum bitte, ich will den Dreier nach Hause fahren. Ah, falsch angefahrene Kurve. Am Rand dort. Unnötigerweise riskant. Vorsicht bei der Brücke hier, aber geile Location. Boah, wieder knapp. Eieiei, das gibt's doch nicht. Und jetzt geht's in die letzte Runde, Freunde.
sind wir vor außen gestürzt, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich bin ja hier instant gefahren. Hätte ich jetzt selber. Boah. Das war die Stelle, ja, leco mio. Boah, wieder unnötig hier. Das gibt's ja nicht. Da hätten wir selber 4 Runden Training vielleicht noch gehabt oder was, würde mich auch ein bisschen leichter tun vielleicht. Versuchen wir wirklich P3 nach Hause zu fahren. Vielleicht auch ein bisschen immer hinten auf die, also links auf die Map schauen, ich so grob weiß, was kommt. Da kennen wir aber die Ecke jetzt eh schon hier. Und mit P3 muss man zufrieden sein. Ich glaube P1, die sind, alter Schwede, da darfst A 0 Sturz haben und B einen Riesenspeed haben, dass da irgendwie wieder mitkommt, glaube ich, vorne. Martin Chaser auf der Triumph. Hat sogar 17 Sekunden den Daniel Flynn gegeben. Ja, P2, der ist aber auch mega stark gewesen anscheinend. Also alleine für P2 muss schon einen super Speed haben. Und der auf die 4 Runden hat er hier dem 17 Sekunden abgenommen. Ob das jetzt so sein muss oder ob das in der Realität so ist bei diesen Massenstartrennen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich kenne nur die Zeitrennen auf der Isle of Man an sich jetzt, wo jeder quasi gegen die Zeit fährt. Also direkt ein Massenstartrennen von der Meisterschaft her kenne ich jetzt gar nicht, ob es da in echt solche Abstände gibt, wo der Neunte fast 2 Minuten langsamer fährt. Weiß ich jetzt nicht. Also wenn das von euch wer weiß, ich teile es mir das gerne mit. Ich kann mir es jetzt nicht ganz so vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es wirklich solche Abstände gibt. Also wenn es so ist, dann okay. Boah, viele Hundas sehen wir hier. Aber der letzte hat sogar 3 Minuten. Ist der gestürzt oder war der nur so lange? Die Julia. Julia 3 Minuten langsamer. Ich meine, das ist natürlich theoretisch möglich, aber das generell das Feld so weit auseinander ist. Also unsere 2 Teamkollegen hinter uns, alles waren auch 100 Piloten. Nein, die waren das, Thompson und Simons. Die waren etwa gleich schnell, das waren die 2 Teamkollegen. Ja. Wie auch immer, wir sind einmal auf P3, haben 10 Punkte. Mal schauen, wie es auf den anderen Strecken ausschaut. Vielleicht sind wir irgendwo vorne mit dabei. Eine Trophäe erhalten, sehr gut. Gut, Freunde, das würde ich sagen. War es das? Ja, da war ich 20 Minuten jetzt. Ja. Die Rennen werden auch hin und wieder ein bisschen länger. Ach genau, wir müssen ja das Podium erreichen. Alter Schwede, das war ja das Ziel.
Deswegen haben wir dieses Abzeichen gekriegt. Ja, geil. Da habe ich jetzt indirekt... Die Junior TT ist eines der nächsten Rennen, das Sie wählen können. Junior TT, okay. Es ist eine gute Gelegenheit, den Snaefell Mountain Course kennenzulernen. Außerdem qualifizieren Sie sich für die Tourist Trophy, wenn Sie das Rennen gewinnen. Aber wenn wir das Rennen gewinnen, qualifizieren wir uns schon. Das ist ja richtig geil. Und das wäre ein grünes Rennen. Das Rennen ist allerdings sehr anspruchsvoll. Ah, okay, ja. Außerdem verpassen Sie das nächste Rennen der irischen Meisterschaft. Es ist daher sinnvoller, es nächstes Jahr zu versuchen, wenn Sie etwas Erfahrung gesammelt haben. Aber ganz gleich, für welche Variante Sie sich auch entscheiden, behalten Sie immer Ihr langfristiges Ziel im Auge. Was verpasse ich hier? Das ist ja schwer. Ehrlich gesagt, schwer muss ich jetzt nicht unbedingt machen. 2000 Pfund bekommen oder müssen wir zahlen? Nein, da bekommen wir 0. 50 Konkurrenten, was ist das? Zwei Runden auf der TT Isle of Man, die Junior TT. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich euch das bringen soll. Da brauche ich ja 4 Parts. Minimum. Wie lange geht denn eine Runde? Ich weiß gar nicht. Aber 2 Runden? Boah, Alter. Ja, aber einerseits ein gutes Training, aber eher schwer. Das stimmt natürlich. Oder 3 Runden. Ah, das sind aber ins 25 Kilometer. Ich glaube, wir bleiben da oben. Na klar, und wenn wir das hier gewinnen, dann qualifizieren wir uns generell für die TT Isle of Man am Ende. Wenn wir, ja, na logisch. Okay, muss ich mir noch überlegen, aber ich glaube, wir werden eher auf leicht oben bleiben. Dann hier werden wir die Meisterschaft weiterfahren. Dann machen wir leicht. Dann überlegen wir uns, ob wir hier... Das ist auch wieder ein Cup oder was? Naja. Gut, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es nicht so einfach ist mit dem Fahren. Ja, einen Schriftzug haben wir gewonnen, sehr schön. 6 brauchen wir, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, das habe ich gar nicht gedacht. Gott sei Dank haben wir P3 geschafft. Ja. Podium ist immer ein Ziel, das passt natürlich perfekt. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.